sind wir in Megatronus. Erinnerst du dich nicht, alter Freund? Optimus, alles in Ordnung! Wieso hat er mich so genannt? Was hast du ihm angetan? Wer ist das? Das sind unsere Todfeinde. Sie sind in der Überzahl. Geh, ich geb dir Deckung! Ganz ruhig, Breakdown. So begrüßt man doch keinen verloren geglaubten Kameraden. Orion Pax ist einer von uns. Willkommen zurück im Gewinnerteam. Du warst ein Gefangener der Autobots und eine ziemlich lange Zeit in Stasis, Orion. Währenddessen mussten wir auf eine andere Welt flüchten. Flüchten? Wieso? Weil das achtlose Handeln des Kriegstreibers Ratchet dazu führte. Oh. Cybertron. Ich glaube, dass Ratchet zu solchen Gräueltaten fähig ist. Doch, und das krankhafte Streben nach Macht dieses Doktors der Dunkelheit ist noch nicht beendet. Seine Schergen folgten uns bis in den Orbit dieses Planeten. Leider ist die Spezies hier noch nicht reif dafür, uns zu sehen. Aber wir haben beschlossen, diese Welt vor der Tragödie zu bewahren, die unsere eigene ereilt hat. Eine Frage, Megatron. Wieso heißen wir Decepticons? Nur eine weitere Autobot-Abschrecktaktik. Der Name sollte uns verteufeln, doch stattdessen tragen wir ihn mit großem Stolz. Denn wenn die Wahrheit sagen, Täuschung bedeutet, dann sind wir sehr gerne schuldig. Und nun bitte, Orion, du wirst genug Zeit haben, all das zu verstehen. Jetzt musst du ruhen. Megatron! Ich werde meinen Teil dazu beitragen, um Ratchets unaussprechlichen Verbrechen Einhalt zu gebieten. Das schwöre ich dir, bei all meinem Spark. Orion, wie weit ist das Projekt Iacon? Ich bin wohl ein bisschen eingerostet. Ich habe erst 3 Einträge dekodiert. Und was gibt ihr Inhalt preis? Sie wurden von Autobot-Archivaren während des Krieges eingetragen, nachdem ich in Stasis gefallen war. Was ich bisher über den Inhalt weiß, ist, dass es Koordinaten sind. Von Standorten auf genau diesem Planeten. Ich vermute, dass es Verstecke von Behältern sind, die von Cybertron hierher befördert wurden. Zur sicheren Aufbewahrung. So etwas wie historische Dokumente oder kulturelle Artefakte? Ich befürchte, es könnte sich um Massenvernichtungswaffen handeln. Nur versteckt zur späteren Verwendung. Umso wichtiger ist es, alles in unserer Macht Stehende zu tun, dass die Behälter nicht in die Hände der Autobots gelangen. Welches Glück, dich auf unserer Seite zu wissen, Orion Pax. Lord Megatron, ich bin durch eine Kleinigkeit etwas irritiert. Ich habe verschiedene historische Referenzen über Starscream als euren Stellvertreter entdeckt. Dennoch ist er nicht an Bord dieses Schiffes. Leider ist Commander Starscream tot. Station. Befehl von Lord Megatron.
habe Schüsse gehört. Bitte, ich bin kein Feind. Ach ja? Und was machst du auf unserem Schiff? Recherchieren für Lord Megatron. Ist das irgendein merkwürdiger Scherz? Ich kann Ihnen nicht folgen. Und wieso nannten Sie mich Optimus Prime? Wieso sollte ich nicht? Weil mein Name Orion Pax ist. Ich bin alles andere als ein Prime. Sie haben mich an jemanden erinnert, den ich einst kannte, deswegen. Sie sind Starscream. Ja. Lord Megatron sagte mir, Sie wären nicht mehr am Leben. Lord Megatron sagt viele Dinge, von denen nur einige wahr sind. Wollen Sie damit andeuten, unser Anführer würde Lügen verbreiten? Sagen Sie mir, was Sie wissen. Bitte, sagen Sie mir, was Sie wissen. Und als Gegenleistung? Starscream, ergeben Sie sich! Halt, nicht schießen! Bleiben Sie im Labor. Aber ich habe gerade... Befehl von Lord Megatron. Orion, ich möchte mich für den jüngsten Zwischenfall entschuldigen. Du bist doch hoffentlich nicht verletzt worden, oder? Nein, Lord Megatron. Aber wieso sagtet ihr, Starscream sei tot? Weil er für unsere Sache tot ist. Starscream war mein vertrauenswürdigster Lieutenant, bis er zum Verräter wurde und sich den Autobots anschloss. Nie zuvor habe ich einen arglistigeren Akt der Täuschung erlebt. Er hat dir hoffentlich nichts getan oder gesagt? Nein. Gut. Am besten du vergisst den ganzen Vorfall und wendest dich wieder deinem Projekt zu. Wie ihr wünscht, mein Lord. Optimus Prime. Optimus Prime, Anführer der Armee der Autobots. An ihn habe ich Starscream erinnert. Doch Lord Megatron hat gesagt, Ratchet sei der Anführer der Autobots. Einer von ihnen sagt nicht die Wahrheit. Wieso sind die Archiveinträge der Decepticons derart verschlüsselt? Sein, dass ich Optimus Prime bin. Ich bin wohl etwas eingerosteter, als ich gedacht habe. Könnte das etwas mit deinen Feierabend-Nachforschungen zu tun haben? Hatte ich vergessen zu erwähnen, dass wir deine Aktivitäten verfolgen? Wieso zeichnet mich die Geschichte als ein Autobot-Aggressor? Und wieso hat Starscream mich einen Prime genannt? Ich muss es wissen. Wer bin ich? Du bist mein Untertan. Jetzt geh wieder an die Arbeit und dekodiere diese Datenbank. Nein. Lieber lösche ich meine Forschungsergebnisse, als sie euch und euren fragwürdigen Absichten zu überlassen. Eine unserer Wachen wurde aktiviert? Auf Cybertron? Ihr habt mir erzählt, unser Planet wäre tot. Das steht jetzt nicht zur Debatte. Wache! Wenn ich zurückkomme, ist Projekt Iacon abgeschlossen. Und falls nicht, werde ich eigenhändig dein Spark auslöschen. Ich glaube, Megatron will das, was er im Projekt Iacon findet, verwenden, um den Autobots zu schaden. Bitte, wir können sie warnen.
Privileg, auf dem Ex-Anführer der Autobots herumzutrampeln. Immer auslösche. Das kann ich nicht zulassen, Megatron. Wieso kümmert dich das, Orion Pax? Du bist kein Prime. Das mag schon sein. Oder es ist eine weitere Täuschung. Aber eins weiß ich genau. Meine Sympathie gilt den Autobots. Und du bist keiner von uns. Vielleicht sitzt dein Spark am rechten Fleck, Orion. Aber du musst noch viel lernen, bevor du je wieder in Erwägung ziehen kannst, eine Chance gegen mich zu haben. Ein Moment, der leider niemals kommen wird. Bist du dir sicher, dass ich würdig bin? Oh ja, ganz sicher. Die Matrix. Halt! Megatron. Deine Zeit ist gekommen.